Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Du. So, wir sind immer noch im Secret Level. Ich möchte gern das haben, danke. So, halte ich zumindest mal ein bisschen länger durch. Gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Scheint mir nicht so. Dann hat sich hier aber auch noch was geöffnet. Hi, Spectres. Jede Menge Spectres. Ich glaube, der Kollege macht es nicht mehr allzu lange. Na hier. Na, so erfolgreich war das jetzt mit dem Kaputthauen nicht. Schade. Aha, dann kommen wir jetzt also hier wieder hin. Interessant. Aber wahrscheinlich geht es jetzt da unten, was ja schon angeteasert wurde, da geht es wahrscheinlich dann raus. Hier ist nichts Neues. Jo. So, wo habe ich zuletzt gespeichert? Zu spät. Okay, dann nehmen wir das. Das machen wir relativ viel. Benutzt die gleiche Munition, die BFC und die Plasma. Die scheinen auch die gleiche Muni zu benutzen. Du stehst im Weg. Ich stehe im Weg. Na gut, explosiv ist hier keine gute Idee. Ich muss nochmal mehr speichern. Nein. So. Na, nehmen wir doch das MG. Wie ich hier dreist von dem Schalter wegblocken. Ui, da fliegen Stückchen. Hier mal anschleichen. Gut, und hier waren ja auch noch die ganzen Karko-Demons. Überraschung. Alter, Finne. Na gut, ihr fetzt euch jetzt gegenseitig ein bisschen. Das ist nett. Allerdings geht es mir jetzt auch nicht mehr so gut. Und jemand hat das Licht ausgemacht. So, roter Schlüssel. Oh, du kommst natürlich wie gerufen. Na? Wo bist du abgeblieben? Oh, da. Immerhin ist hier Platz zum Navigieren. Kühners. Ich
bisschen tiefer, wie mir scheint. Na, ihr kommt aber gerade sehr nah. Aber es klappt. So, jetzt haben wir noch Dämonenform. Da ist er. Ich glaube, wir haben ihn. Ah, das ist sein Kollege. Sorry. Da kamen wir her. Aber es ist halt auch dunkel hier drin. So, Supercharge haben wir, roten Schlüssel haben. Wofür brauchen wir jetzt den roten Schlüssel? Was haben wir denn hier noch nicht abgefrühstückt? Dieses Ende zum Beispiel. Ich glaube, wir müssen mal eine rote Tür suchen. Werden wir dann automatisch mit 100 Leben wieder zurückgesetzt? Da ist eine rote Tür. Oder scheint zumindest was. Ah ja. Okay, haben wir das auch noch gefunden. So, naja. War ja doch ganz erfolgreich. So, dann das Tor zum Limbo. Okay. Einmal speichern bitte. Mal gespannt, was es hier dann alles auf uns wartet. Welches Level ist denn das jetzt? Wir haben 4 Seals auf jeden Fall. Noch gar nicht mal so viele Gegner, aber wahrscheinlich sind die dann auch nicht ohne. Ich hätte gern das bitte noch freigesetzt. Ich brauche eine andere Waffe. Nein, lad das bitte. Meine Güte, laden. Hör auf, mich zu blockieren. Okay. Allerdings kein Secret. Aber hey, wir haben zumindest noch was an Zeug hier mitgekriegt. Das ist ja auch schon mal was wert. Obwohl es uns jetzt gar nicht mehr so gut geht. Da hinten ist Zeug, aber da kommen wir ohne Schaden zu nehmen nicht dran. Danke. Ja, dann schauen wir doch mal, wo hier die Secrets so rumeiern. Das waren noch die alten Karten. Das könnte sein, oder? Jupp. So, insgesamt 4 Secrets. Wir sind jetzt hier unten. Und da links geht's dann los zum ersten. Na, mal gucken, ich glaube, hier werde ich dann auch wahrscheinlich wieder etwas länger brauchen. Es nimmt ihr eigentlich keinen Schaden beim Feuer oder bei der Lava. Das ist ja fies. Dankeschön. So, eher mal nach unten.
Hi. So, da war ich doch gerade noch am Nachladen. Na, macht sie aber schon ganz gut, der Raketenwerfer. Ich glaube, wir sind im richtigen, in der richtigen Ecke. Na, dann von hinten ran. Dass der Kollege da gerade mal aufgeräumt hat. Ich glaube, sowieso abgelenkt hat. Dankeschön. So, jetzt sieht es auch schon wieder etwas besser aus. Mit unserer Energie und so. Super, Secret 1. Und guck mal, ein Schalter. Da ist ein Schlüssel. Da gibt es bestimmt Ärger, wenn wir den holen. Jo. Danke. Das dürfte aber das da unten gewesen sein. Okay, nächstes Secret ist tatsächlich hier in der Mitte. Also da oben. Kommen wir da hin? Da rein? Ja, ich müsste wieder rein. Da tut sie erstmal nichts. Vielleicht bringt ja der Schalter hier irgendwas. Jo. Oh. Da haben wir nicht mehr so unglaublich viel Muni für. So, dann sieht es aber echt gut aus. So schnell kann sich die Lebenssituation hier wieder ändern. Cool. Gut, Secret Nummer 2. Secret Nummer 3 ist dann oben links irgendwo in der Ecke. Dann gehen wir noch eine Runde spazieren. Das scheint nicht so erfolgreich zu sein. Hier kommen wir zumindest erstmal unbeschadet rüber. Blauen Schlüssel haben wir, sehr gut. Und dann fangen wir da unten an. Nicht schlecht. Da brauchen wir einen roten Schlüssel, das heißt, da kommen wir vielleicht später nochmal wieder. Hui. Und, ah gut, da haben wir zumindest hier mal die Dings geöffnet, oder beziehungsweise eine Möglichkeit geschaffen, hier rüber zu kommen. Gut. Immerhin das mal. Genau, das machen wir. Wahrscheinlich geht es dann da auch raus. Du behinderst mich schon wieder beim Bewegen. Dass der jetzt nicht so unglaublich schnell ist. Du hast ordentlich aufgeräumt. Sehr schön. Hi. Der nächste Kako. Ja, ich denke schon. Ich denke, das kriegen wir hin. So, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Genau, darüber und dann da oben weiter.
Hey! Also ein bisschen Rüstung wäre halt schon cool. Vielleicht müssen wir durchs Feuer hier durch. Naja. Schauen wir, was das wird. Ach, geht. Okay, und hier gibt es auch jede Menge Anzüge. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal links rüber und holen uns, oder versuchen wir das mit dem Secret. Dankeschön. Da hoch. Darüber. Darunter. Hallo, Secret. Was auch immer das jetzt ist. So, das heißt, wir haben 3 von 4. Letztes Secret ist dann oben links in der Ecke. Alles klar. Achso, das war das hier. Also der Knopf dazu. Hier war ich halt auch noch nicht. Okay, da ist auch rot. Vonnöten. Leben brauche ich im Moment noch nicht, deswegen lassen wir das mal. Ah, ist hier mal eine Dings noch gekommen. Eine Treppe. Hier wäre noch eine Treppe, ganz cool. So, hier gibt es, glaube ich, ja nicht mehr so viel zu entdecken, ne? Aber wir können ja einmal durch. Ah ja, guck mal. Um es mal mitzunehmen. So, hier sind zumindest keine Secrets. Aber Zombies. So viel kaputtes Zeug. Teleporter. Roter Schlüssel. Können wir das vielleicht so nach und nach jetzt mal abstellen? Und wir kommen auch wieder hier raus. Ja, zumindest haben sie daran gedacht, hier ordentlich Schutzanzüge reinzupacken. Das ist doch schon mal nett. Hoppa, genau, da war ja die andere rote Tür. Solange wir den Schutz noch haben. Gut, und da brauchen wir jetzt einen gelben Schlüssel. Verdammt. Dann schau doch mal, wo der sein könnte. Was haben wir denn noch nicht? Hier haben wir ja soweit alles. Warte, da unten wäre auch noch eine rote Tür. Wahrscheinlich führt die auch zum... warm? Zum nächsten gelben Schlüssel oder so. Aber ich habe dann, glaube ich, hier oben alles. Mal nachschauen. Wir müssen uns, glaube ich, tatsächlich nochmal teleportieren lassen oder so. Dann komm, gib mir mal einen von den Anzügen. Achso, ich komme ja auch nicht mehr zurück, ohne weiteres. Ja, komm, dann erkunden wir noch eine Runde. So, Teleport. Okay, nee, das stimmt. Dann muss ich. Okay, ich muss tatsächlich dann den gelben Schlüssel erstmal finden. Vielleicht ist er ja hinter dem roten da hinten. Ach stimmt, das habe ich ja, da brauche ich doch nicht mal den Schutzanzug. Hey, da ist sogar das letzte Level. Interessant. Da ist der gelbe Schlüssel. Haha. Einmal zurückziehen. So, wo sind die letzten Skulls noch abgeblieben hier?
Ah, hier geht's raus. Okay, danke. So, damit haben wir den gelben Schlüssel. Immer noch ein bisschen gegrunz hier. Oh, das führt dann tatsächlich hier hin. Das könnte sogar das Exit sein. Hm. Na gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns hier in der nächsten Folge weiter um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.